So Leute, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und heute werden wir ein paar Sachen an meinem Fünfer wieder machen. Die Felgen sind ja soweit komplett pulverbeschichtet, habt ihr bestimmt im letzten Video gesehen. Und da sind die neuen Reifen auch drauf, dementsprechend kann ich die heute endlich mutieren und wir können uns ansehen, wie sie genau auf dem Fahrzeug aussehen. Dann zugleich, bevor wir sie draufziehen, werden wir sie auch noch versiegeln. Die Winterfelgen werden wir runternehmen und dann auch noch gemeinsam reinigen. Haben einiges zu tun, viel Spaß beim Video, los geht's. Hier seht ihr jetzt nochmal soweit die Felge, 135 mm Felge, mir war die Originalität sehr, sehr wichtig, dementsprechend hier wirklich mit einem geilen Pulverbeschichtungsverfahren so einen schönen Glanz rausgeholt, aber nicht zu viel, nicht übertrieben. So, welche Reifen haben wir denn drauf? Wir haben hier Goodyear-Reifen drauf und wie ihr an der Seite hier sind die Schilder noch drauf sehen könnt, ist das der Eagle F1 Asymmetric 5. Und warum habe ich mir den explizit geholt? Ich bin hingegangen und habe recherchiert nach aktuell sehr guten Sommerreifen auf dem Markt, wie man das halt einfach so macht, und da habe ich Testergebnisse gefunden und Testergebnisse haben gesagt, zum Beispiel von Autobild und auch von Automotor Sport wurde dieser Reifen, der Asymmetric 5, nämlich auf Platz 1 getestet. Und ich denke, das sagt auf jeden Fall schon was aus. Und genauso möchte ich das Ganze natürlich jetzt mal ausprobieren, ob der wirklich so gut ist. Und wir machen gleich auch nochmal so ein Fazit zu meinen Winterreifen. Die sind ja von Dunlop. Und da hatte ich ja auch einen guten Testbericht drüber gelesen. Und eigentlich, also ich kann sagen, von den Dunlop-Reifen bin ich wirklich sehr begeistert. Laufruhe, ne? Wie bei den Dunlops, war nämlich auch, ich glaube, bei 69 oder 70 dB bei den Winterreifen und die sind wirklich so erheblich leiser, richtig angenehm. Wir sehen hier eine Top-Ausstattung im A-Bereich. Hier ist ein bisschen höher beim Spritverbrauch, aber das ist natürlich klar, man muss sich immer Gedanken machen, was möchte ich haben? Möchte ich einen Reifen, der sehr, sehr gut auf der Straße liegt und gut haftet? Hab dadurch vielleicht einen erhöhten bisschen Spritverbrauch, liegt natürlich auch an der 245er Breite bei den Socken hier, klar, aber die Sicherheit ist für mich natürlich an erster Stelle hier. Genauso gut soll der Reifen natürlich auch auf trockener Fahrbahn sein, was im Sommer natürlich logisch und ganz wichtig ist. Und dafür hat er nämlich so ein genanntes Merkmal, Powercution nennt sich das. Und die Wirkung dessen bedeutet extrem stabiles Untergummi zwischen Ablage- und Laufflächengummi. Sehr exakte Übertragung der Kräfte von der Straße in die Karkasse. Und der Nutzen, der da halt wirklich jetzt durch dieses Marketinggeplänkel hier ist, der hat ein präzises Trockenhandling. Und das ist es ja, worauf es ankommt, was man unbedingt haben möchte. Des Weiteren auch noch ein ganz großes Merkmal ist nässeoptimiertes Polymer in der Lauffläche. Und die Wirkung dessen bedeutet, neueste Silika-Laufflächenmischung ermöglicht optimale Anpassung an Straßenumnutzung. Der Nutzen daraus logischerweise hervorragendes Nasshandling. Und das ist genau das, was man haben möchte, einen sehr guten Performer zwischen nasser und trockener Fahrbahn. Ich sage auch immer wieder so gerne, it's all about the details und die kleinen Details, die sind es ja, die wirklich Perfektion ausmachen. Und so ist ein weiteres Merkmal Active Braking Technology, also dass wir einen deutlich kürzeren Bremsweg auf trockener und nasser Fahrbahn haben, ist bei dem Reifen, ne, also ich transportiere auch meine Kleine und eine Frau mit diesem Auto und dementsprechend ist Sicherheit wirklich immer Prio 1 bei mir. Und die Wirkung wird so gemacht, weil wenn man sich das Profil hier nämlich auch mal genauer so weit anschaut, bedeutet, dass die Kontur der Profilrippen in Seitenrichtung ist nämlich nicht flach, sondern ballig. Und bei dieser Beaufschlagung mit einer senkrechten Kraft führt dies zu einer größeren Kontaktfläche, ne? Und daraus ergibt sich logischerweise kürzer Bremsweg auf trockener und nasser Fahrbahn. Bevor wir die Felgen draufziehen, gehen wir hin und versiegeln die auch noch so ein bisschen. Und dafür nehme ich eine einfache Sprühversiegelung. Das ist ein Felgenwachs von P21S Dr. Wack. Das wird ganz easy angewendet. 30 Sekunden muss es mindestens geschüttelt werden. Das ist schon mal ganz wichtig. Habe ich gerade auch soweit gemacht. Dann wird das Ganze hier soweit leicht im Film draufgesprüht. Und dann natürlich hier auch so in jeden Bereich dieser Felge hier überall reinkommen. Und danach müssen wir soweit ein bisschen warten, bis das Ganze abgelüftet ist. Kurz antrocknen lassen, mit einem weichen Tuch nachwischen, Produktreste an schwer zugänglichen Stellen mit Pinsel oder ähnlichem entfernen, nach Gebrauch Sprühkopf kopfüber aussprühen, also diese hier. Ich habe ein weiches Tuch da und lassen das Ganze soweit einziehen, beziehungsweise ablüften und dann können wir hingehen und das Ganze hier soweit ganz sanft, easy, ein bisschen mit dem Tuch soweit noch nachwischen. Und das Wichtige ist natürlich auch, klar, die Felgeninnenseite. Das machen wir gleich. Schaut euch das mal an, wie schön die aussieht, wie schön sauber da alles ist. Also hier gleiches Prinzip. Zack. Naja, über Kopf. So. Und natürlich hier genauso auch die Streben. So, und hier gehen wir auch noch ein bisschen fein drüber. Hier sieht man das jetzt vielleicht hier unten, dass hier so eine kleine Nase läuft. Da ist wirklich ein bisschen viel gelandet.
Und dementsprechend da auf jeden Fall nach einem kurzen Antrocknungsmoment die Überschüsse abnehmen. Na, und ganz sanft hier einfach kurz drüber gehen. So, Radbolzen habe ich soweit schon angelöst und ja, hier ist ordentlich Verschmutzung drauf. Die Bremssättel werden wir uns gleich mal anschauen, die hatten wir ja lackiert, der Juli und ich vor ein paar Monaten. Zu den Dunlop-Reifen jetzt hier noch so ein Fazit nach. Welcher ist das? Wintersport 5 Reifen. Ich habe die jetzt gefahren für knapp 6000 Kilometer müssten es sein. Und ich bin, wie gesagt, habe ich vorhin ja schon mal angekündigt, sehr, sehr happy mit den Reifen. Also da kann ich nichts Nachteiliges von sagen. Im Gegenteil, Laufruhe ist vorhanden. Wirklich ein Top-Reifen. Abrollgeräusch wirklich minimal. Gefällt mir richtig gut. Wir hatten ein bisschen Schnee an zwei, drei Tagen bei mir hier. Ich wohne ja auf ca. 300 Höhenmetern. Und es war sehr geil damit zu fahren. Also kein Ausbrechen, kein gar nichts. Wenn man es natürlich drauf anlegt, gerade beim Hecktriebler, da ist es natürlich klar, das kann man machen. Aber genauso hat er natürlich auch wirklich eine super Spurtreue gehabt mit den Reifen. Also richtig happy. So, Reifen runternehmen muss ich jetzt wieder aufpassen, damit ich bloß nicht die Bremssättel berühre. Sehr schön, das hat geklappt. Einmal Messschieber, Schieblehre, wie auch immer ihr es nennen wollt, geholt. Und dann gucken wir doch jetzt mal, was wir hier profiltechnisch haben. 8,95. Das ist super viel. Die Stelle hier. 8,3 mm. Fahre ich etwas schräg ab. Wollen wir mal gucken. 7,65. Ja, also ich werde Spursturz vielleicht doch noch einstellen müssen. 8,7. Ja, wie sieht denn hier vorne der Bremssattel aus? Schaut euch das mal an. Wir haben ja schwarz lackiert. Also klar, hier ist natürlich Bremsstaub und ein bisschen Staub und Schmutz so von der Straße drauf. Aber ansonsten perfekt. Also keine Beschädigung des Lackes, keine Lackabplatzer oder sonst was. Kann sich sehen lassen, finde ich richtig geil. Na, das war ein schönes Zwischenfazit hier nach ein paar tausend Kilometern soweit mal, das zu sehen. Trommelwirbel. Jetzt kommen die neuen drauf. Oh, alter Schwede. Geile Dinger. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche ihr schöner findet vom Design. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle habe ich gerade hier beim Auftragen minimal zu viel drauf gemacht. Das sieht man dann hier an diesen kleinen Flecken. Deswegen muss man da ja auch mit dem Tuch drüber gehen. Das kann man aber jetzt hier nochmal problemlos soweit machen. Hier auch nochmal so eine kleine Stelle, damit da nichts überbleibt von der oder von dem Felgenwachs. Radbolzen montieren kann ich euch nur empfehlen. Holt euch hier von Pox und von HZ gibt es die auch. Auf jeden Fall Nüsse, die ummantelt sind, damit hier nämlich solche hässlichen Kratzer, wie bei meinen Felgen ja vorher war, nicht mehr dran kommen und dann schön aufpassen. Und ich gehe auch nicht hin, mache das Ganze mit dem Schlagschrauber. Ich genieße das wirklich, ich mache das sehr, sehr gerne. Bin nämlich kein Freund davon, wenn die mit dem Schlagschrauber rein und rausgehauen werden. Daran sind schon so viele Gewinde kaputt gegangen. Zieht euch das mal rein, wie wunderschön die Felge hier auf dem Wagen aussieht. Hammergeil. Jetzt gehen wir hin und ziehen die natürlich auch noch schön an. 110, 120 Newtonmeter, sagt BMW hier. Klack, klack. Immer über Kreuz machen das Ganze. Die hatten wir. Okay, dann gehen wir da hin. Und wieso mache ich das hier im Zug? Normal ist das im Druck ja einfacher. Nur das ist der Käse bei der Felge. Hier kommt man relativ dicht an den Lack dran und da bin ich kein Freund von, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, dann mach's da drüben lieber. Ach Freunde, ich bin so happy, jetzt guckt euch das an. So sieht das gute Stück aus, hier auch mit den Abdeckungen. Denke, das kann sich sehen lassen, richtig geil, also alles richtig gemacht. Schreibt es in die Kommentare, wie es ihr findet. Und jetzt müssen wir natürlich hier reifenpflegemäßig noch was machen. Dazu nehmen wir von Dr. Wack P21S Reifenglanz und da könnten wir jetzt hingehen, Abstand 10-15 cm und würden einfach hingehen und das Ganze hier so drauf sprühen. Ist okay, kann man gut machen. Länger hält es aber, habe ich herausgefunden, wenn wir ein solches Applicator-Pad benutzen. Sprühen uns hier ein bisschen was drauf. Dann tragen wir das hier schön sauber auf. Wir haben auch nicht den Sprühnebel, ist der Vorteil. Und dann sieht das auf jeden Fall gleich besser aus. Ein richtig schöner gepflegter Reifen, weil der hat natürlich jetzt noch so ein paar von diesen Gleitmittelflecken hier drauf vom Draufziehen. Und dann auch ruhig mal hier so eine Kante machen und dann hier reingehen und das Ganze richtig schön auftragen. So, kleine Probefahrt, habe für Instagram gerade noch ein paar schöne Bildchen gemacht und ich muss sagen, bin schon ein paar Kilometer jetzt mit den Reifen gefahren. Die liegen richtig geil.
Die sind sowas von cool. Die sind für meinen Geschmack, glaube ich, sogar noch eine Ecke leiser, würde ich eigentlich sagen, als die Winterreifen, obwohl sie von der dB-Zahl ja so ziemlich gleich waren. Aber irgendwie fahren sie doch ein bisschen anders. Ist natürlich eine andere Gummimischung drin, Winter-Sommerreifen, ist klar. Aber Leute, das ist ein Top-Reifen. Also finde ich, fährt sehr, sehr angenehm. Und man muss natürlich auch erstmal einige Kilometer noch fahren. Dann kann man halt auch komplett strapazieren, bis dann so die oberste Schicht, sage ich mal, runter ist. Aber der liegt halt richtig gut damit. Jetzt freue ich mich ganz besonders natürlich auf mein Bilstein-Fahrwerk. Das kommt ja noch rein hier in den Wagen. Das wird auf jeden Fall was. Ihr hört so ein leichtes, ne, hört ihr vielleicht dieses leichte Brummen? Das sind die Radlager, die sind noch durch. Die müssen wir ja auch noch tauschen. Das werden wir nämlich in dem Zuge machen, wenn wir das Fahrwerk austauschen. So, und jetzt fahren wir erstmal die Winterfelgen putzen. Zwei der Winterfelgen werden wir jetzt soweit hier reinigen. Hier haben wir die Ausgangsbasis, so sehen die aus. Ne? Die vorderen natürlich wieder ordentlich versaut, gar nicht schön anzusehen. Hier auch, alter Schwede, was ist denn da passiert? P21S habe ich dabei. Wir werden das in der Mix-Variante versuchen. Mal gucken, ob der ausreichend ist. Ansonsten können wir natürlich auch pur nehmen. Und genauso habe ich noch eine Felgenbürste dabei und einen Pinsel. Also, sauber machen, ab geht's. Ich habe mir den, soweit wie ihr sehen könnt, hier 1:1 gemixt. Und dann gehen wir hin und sprühen das Ganze ein. Einwirkzeit hat er dann von 3 bis 5 Minuten. Und die geben wir ihm dann auch. Hier auch schön auf die Streben drauf. Kennt ihr. So. Zack, die erste und dann auch noch die andere. Und dann seht ihr es, wie der abgeht. Wirkindikator kommt nämlich schon. Zweite Felge auch noch, fast vergessen. Zack, zack, zack. Hier genauso, alles schön drauf. Und auch 3 bis 5 Minuten Einwirkzeit. Und dann abdampfen. So sieht das Ganze jetzt aus, wo der Felgenreiniger eingewirkt hat. Wir sehen hier auf jeden Fall ordentlichen Verlauf vom Schmutz nach unten, so wie sich das gehört. Wunderbar, sind jetzt exakt 4 Minuten und dann dampfen wir die jetzt ab. Wie ihr sehen könnt, hier haben wir auf jeden Fall noch so einen unangenehmen Ring. Na, das ist wirklich gesammelter Dreck, das sieht man ja auch ideal, weil das hier so eine Kuhle ist, wo sich der Bremsstoff sammelt. Aber der lässt sich auf jeden Fall lösen. Hier haben wir noch so ein bisschen Fleck, aber guckt euch das an, der geht gut weg. Und bei der anderen, da hatten wir hier in dem Bereich so mehr, sieht aber auch soweit im Verhältnis schon sehr, sehr gut aus. Überall noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber für eine Runde ohne manuelle, also händische Einwirkung, sehr geiles Ergebnis, wie ich finde. Was ich gesagt habe, was man mit dem Pinsel gut machen kann, gehen wir jetzt hier noch mal nachbearbeiten. Zack, zack, zack. Ein bisschen hier in den Pinsel rein. Und generell, wenn ihr eine sehr stark verschmutzte Felge habt, könnt ihr das natürlich direkt am Anfang machen. Und pinselt euch das Ganze ein, schäumt das auf, so dass der Schmutz schon mal ordentlich angelöst wird dadurch. Dann habt ihr noch mal eine deutlich bessere Reinigungsleistung. Aber nichtsdestotrotz, ich finde immer noch P21S, gerade der High-End, Top-Ergebnis ohne händische Einwirkung. Dieser hässliche schwarze Ring, ich habe den konzentriert noch mal eingesprüht. Jetzt gehen wir hin und pinseln hier noch mal so ein bisschen drüber und ihr seht, ja, der ist schon relativ fest drauf, aber der lässt sich auf jeden Fall auch entfernen. Das kriegen wir schon hin. Gerade wenn wir das jetzt hier so konzentriert mit Pinsel machen und aufschäumen und dann gleich mit dem Hochdruck eine drüber gehen, sollte das passen.
Wie ihr jetzt sehen könnt, das sieht schon mal deutlich besser aus. Also das kann sich sehen lassen, genauso wie auch hier bei der Felge. Wir haben diesen scheiß Kranz hier oben ja, nahezu perfekt entfernt bekommen. Also hier müssen wir an ein oder zwei Stellen, das wird nämlich auch Teer sein, vermute ich. Nee, das ging jetzt doch ab. Auf jeden Fall ansonsten mit Knete dran gehen. Jetzt muss man natürlich hier auch noch mal gucken nach der Außenseite. Dieser scheiß Karton ist komplett platt gewesen. So, dementsprechend machen wir noch die Außenseite. Lehnen wir die dafür einfach mal hier an die Seite. Hier gehen wir auch noch mal hin und sprühen eine Runde ein. Und das Ganze werde ich gerade hier in diesen Bereichen, ne, auf jeden Fall noch mal mit dem Pinsel soweit machen. Deswegen schon mal hier einsprühen, ein bisschen einwirken lassen. Und dann rein in der Olga mit dem Pinsel hier. Dann kriegen wir sie nämlich auf jeden Fall ideal sauber. Ja, gerade dieser Außenbereich, da ist ja auch nie so stark verschmutzt. Das kriegen wir ab. Perfekt. Ja, so sehen die jetzt aus. Jetzt hat es wirklich alles perfekt geklappt. Auch im Außenbereich sehen sie wieder richtig aus wie neu. Perfekt geworden. Alles vom Allerfeinsten. Freunde, das war es soweit hier zum Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, der Wagen kann sich wieder sehen lassen. Jetzt gerade auch hier, wo so ein paar Sonnenstrahlen drauf kommen, kommt der Glanz richtig gut zur Geltung. Reifen bin ich sehr zufrieden mit. Gebt euch da gerne nach ein paar Monaten, ein paar tausend Kilometern auch mal ein Feedback. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.